Hallo und wir sind zurück zu Mad Games Tycoon. Und nur kurz zur Orientierung, ich bin im Moment, wenn ihr das seht, sehr wahrscheinlich nach wie vor im Urlaub. Das heißt, das ist noch voraufgezeichnet, bis zur Folge 15 wird sehr wahrscheinlich voraufgezeichnet sein. Dann komme ich wieder zurück, schaue mir alle Kommentare an von allen 15 Folgen, sagen wir mal so. Und dann werden wir eventuell wieder Anpassungen machen. Lancelot, das hat eine Menge Geld gebracht. Super, sind wir glaube ich hier im Moment auf 5 Millionen, heißt, wir könnten dann die Konsolenentwicklung starten. Das möchte ich auch machen, relativ bald. Für das müssen wir allerdings umziehen und die Frage ist natürlich, wohin? Weil, naja, jetzt das nächstgrößere, das ist minimal größer, wenn wir da schauen, das sind ja 20 Quadratmeter in etwa. Also ich nehme an, das sind Quadratmeter oder 20 Felder, dürfte in etwa dasselbe sein, plus minus. Von dem her müssen wir schon auf etwas Größeres gehen, mal mindestens Mittel, eher fast altes, großes Bürogebäude, hätte ich gesagt. Das müssen wir uns überlegen. Und 3 Millionen ist natürlich dann eine Menge. Von dem her, vielleicht bleiben jetzt die Folge lang noch hier, schauen, dass wir alles abschließen und dann werde ich zur nächsten Folge hin dann umziehen und glaube ich wieder zwischen den Aufnahmen das Büro bauen. Ich denke, das ist in Ordnung. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der letzte Umzug, wann war der, in das Gebäude hier. Ich glaube, den habt ihr noch nicht gesehen, jetzt wo ich das aufnehme. Von dem her kann es natürlich sein, dass ein paar sagen, ja, sie möchten das sehen, aber ich glaube, das ist okay. So, was man in dem Bürogebäude noch als letzte Maßnahme setzen ist ein weiterer Schreibtisch. Wie gesagt, ich denke, das wäre in dem Fall okay, noch da einen reinzupacken. Der Kopierer stört mich zugegebenerweise ein bisschen, aber naja, mit dem kann man auch viel Spaß haben, so ist nicht. So, die Frage. Abgesehen davon, dass er eine andere Farbe hat, aber das ist eigentlich egal. Wäre das so, ups, so okay. Ist schon recht dicht gedrängt, zugegebenerweise, aber es geht gerade und gerade noch, würde ich sagen. So, wie schaut es denn aus? Hier passt doch alles, hier passt noch alles, hier haben wir auch gut verkauft, super, super, super. Da haben wir jetzt 5 Leute Platz. Wir machen gerade noch das Update und den Spielbericht und forschen an. Ah, genau. Und entsprechend wollte ich ja dann etwas Größeres angehen. Das zumindest mal versuchen. Die Frage ist jetzt, mit was? Was haben wir letztlich gemacht? Ich weiß, ich schaue da oft rein, aber ich muss einfach selber mich immer ein bisschen erinnern. Rollenspiel-Adventure, eben, das ist noch zu knapp. Da würde ich dazwischen gerne was anderes machen. Not Soccer, ja, auch zu knapp. Allerdings auch sehr gut. Von dem her, ja, eben ein Adventure wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich hoffe, dass ich mich nicht zwischen den Folgen ständig umentscheide, aber sonst wäre es, glaube ich, auch nicht so schlimm. So, ich erinnere mich auch an einen Kommentar von jemandem, der gemeint hat, glaube ich, quasi für jedes Spiel eine neue Engine machen. Zumindest habe ich so verstanden. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu heftig, aber ich werde schauen, dass ich relativ oft eine neue mache und sie vielleicht auch ein bisschen eben anpasse auf die entsprechenden, aufs entsprechende Genre. So, Spielekonsolen können wir jetzt entwickeln. Das heißt, jetzt wären wir soweit. Jetzt fehlt uns nur noch Motion Capturing. Für das brauchen wir. Ah, müssen wir interaktiven Film forschen. Dann haben wir alles. Ja, ich glaube, wir brauchen wirklich ein großzügiges Büro. Definitiv. Ganz einfacher Grund, wir haben jetzt schon ein paar Räume nicht und ein paar Räume sind zu klein. So, würde ich sagen, Personal. Gibt eine Menge im Angebot, eine Menge Männer gibt es im Angebot. Hier hat man wieder so einen Star-Programmierer oder in dem Fall Star, vermutlich Game Designer, Star-Game Designer und Star-Programmierer mit hoher Geschwindigkeit, hohen Arbeitswillen. Ich glaube, da schlagen wir jetzt einfach blind zu. Ist für Adventures nicht unser
absolutes Fachgebiet, aber wollen wir jetzt eins machen. Und mehr Spieler per Splitscreen. Hervorragend. Noch irgendjemand, der uns interessiert? Adventure, was haben wir hier? Denkspiel, Aufbauspiel. Ich nehme auch mit der höheren Büroqualität ist jetzt hier auch mehr Auswahl. Und weil die Frage immer wieder auftaucht, warum ich da oben nicht schaue oder selten schaue, es sind die gleichen Leute. Sie werden nur anders sortiert. Das heißt, hier ist jetzt der mit der besten Programmierung oben auf, hier der mit der besten Grafik und so weiter, aber es sind dieselben. Sie werden nur anders sortiert. Und ich gehe eh primär mal eher nach dem Einsatzgebiet. So wie hier solche Adventure. Okay, aber Speicherfunktion klingt spannend. Und ja, wobei ich sollte sie vielleicht eher nach Arbeitswille oder Büroarbeit mal sortieren, um die zu finden, die halbwegs flott sind. Ja, nur Büroarbeit hilft uns jetzt auch nichts. Wobei, wir haben ja verschiedenste Positionen. So ist es nicht. Strategie. Wirtschaftssimulation. Eigentlich müsste man den hier einstellen. Das ist okay. Den nehmen wir. Und sollen wir dann gleich direkt in die Schulung stecken? Ja, warum nicht? Schulmann in... Ich mache es jetzt einfach mal eher blind. Schulmann in... Das ist, denke ich, Programmieren, oder? Ja, genau. Programmieren. So, bis das hier fertig ist, dauert es noch einen Moment. Jetzt ist die Frage, was machen wir dazwischen? Sollen wir einfach nochmal ein Update machen für Lancelot? Denke, ja. Ah, die sind ja nicht... Ah, das war kurzer Meinung, die unterstützen hier, aber die machen ja ein eigenes Update. Ist auch spannend, wenn zwei Updates parallel entwickelt werden und die vorher angefangen haben, sind später fertig. Wie das wohl technisch funktioniert, ich weiß es nicht. Ah, hier sind wir jetzt auch fertig. Die Frage ist, sollen wir noch einen Spielbericht machen? Ich denke, ja, für irgendwas Altes. Wie gesagt, ich möchte einfach durchhaben, weil das ist relativ schnell erledigt, wie wir letztes Mal schon gesehen haben. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit, um die Engine zu programmieren. Da machen wir jetzt wirklich eine Adventure-Engine, eine neue. Keine alte updaten, aber was ich schon wissen will, ist, wie wir die jetzt immer genannt haben. Adventure, super kreativ. Unglaublich. Ja, dann bleiben wir dabei. Sollen wir die jetzt auch 256 nennen? Ist sowieso ein super Name, eine schöne Zahl. Also gern. Features, jetzt nehmen wir mal alles und dann streichen wir, ich glaube, das lassen wir wieder weg. Adventure, jetzt ist wirklich die Frage, soll man jetzt schon anfangen streichen? Ich glaube, und ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwann der Fall ist. Ich glaube, es lohnt dann, wenn wir einfach mehr Features haben, wie das Projekt verträgt. Also wenn man irgendwann, keine Ahnung, 50 Features haben, weiß nicht, wie viele es gibt, und wir können maximal 30 reinpacken, dann würde ich auch die Engine entsprechend trimmen. Jetzt im Moment, denke ich, können wir noch mehr oder weniger alles drin lassen. Sehr gut, das ist fertig geforscht. Dann Feature haben wir keine mehr. Wir könnten... Achso, Moment, wir wollten... Genau, jetzt fällt es mir ein, wir wollten Piraten... Piraten-Adventure machen. Und ich glaube, Piraten hatte ich in dem Falle... So geht's schneller. Hatte ich, glaube ich, in dem Falle schon geforscht. Jawohl. Gut, dann... Sonstiges. Machen wir noch irgendwas mit Sound? Ich glaube, das dauert relativ lang. Machen wir lieber die Sachen, die kurz dauern. Oh, realistische Soundeffekte. Ich dachte, das hat man schon. Haben wir offensichtlich nicht. Dann trifft sich das sehr gut. So, Not Soccer. Oh, habe ich da... Na, dachte ich gerade, ich habe offene Bestellungen. Haben wir nicht, aber bei Lancelot werden wir sehr bald welche haben. Da ist die Frage, wie viel werden wir da noch los? Ja, Optimismus. Das passt. 25...
Ja, wenn es sich nicht sofort absagt, dann glaube ich, ging es noch. Öffnen, machen wir nochmal ein Update. Search for Eden, das ist jetzt fertig. Das lassen wir jetzt auch auslaufen. Notzocker kommt jetzt gleich mal das zweite Update. Naja, gleich ist relativ. Öffnen, dann müssen wir die Aufgabe kurzzeitig verschieben. Weil ich möchte noch eins für Lancelot unterbringen, bevor wir hier das Adventure angehen. Was ist jetzt? Ich glaube, Evil Mind ist auch noch eins von den älteren. Mann, Notzocker verkauft sich auch sehr gut. Die Zahl täuscht jetzt hier, weil wir gerade eben Break-Even vorbei sind. Also im Prinzip nicht schlecht. Da traue ich mich jetzt auch nochmal 10.000 produzieren, hoffentlich. So, dann würde ich sagen, verschieben wir das doch und starten wir hier mit dem Update für Notzocker. Moment, das war jetzt Notzocker. Für Lancelot noch ein letztes. Einfach um es nochmal zu pushen. Notzocker hat jetzt eins bekommen und dann mit ein bisschen Glück wird das hier alles gleichzeitig fertig. Machen wir noch was Kleines. Haben wir noch was Kleines? Nochmal Sounds, atmosphärische Ambient Sounds. Ich überlege gerade wegen dem nächsten Spieletitel. Ein Adventure mit Piraten kann man jetzt schwer direkt Monkey Island nennen. So, das schaut alles gut aus. Die sind fertig. Wobei, gut, die müssen nicht gleichzeitig fertig werden. Weil wir haben genug Mitarbeiter. Okay, ich denke, wir können starten. So, also, Größe A. Trauen wir uns das mal. So, ich klicke jetzt einfach mal irgendwas an und dann stellen wir es richtig. Ich möchte nur da zurück zum Spielbericht. Vielleicht geht es irgendwie schneller, ich habe keine Ahnung, aber da möchte ich als erstes mal reinschauen. So, Zeck im Glück, das war ein recht erfolgreiches, das haben wir für alle gemacht. Probieren wir doch Teenager in dem Fall vielleicht. Quizshow, das war keine gute Idee, das ist klar. Die Genre-Kombination, die lassen wir jetzt in dem Moment mal aus. 20, 10, 30, 40. Das sehen wir dann später eh. Kopieren wir uns das mal alles und jetzt stellen wir es richtig ein. Nämlich Teenager, Piraten. Irgendein Unterthema, haben wir was Passendes? Nicht wirklich. Bin gerade so unkreativ. Aber der Zufallsgenerator ist auch nicht besser. Dann bleiben wir bei was Unkreativen. Dann weiß man zumindest, was die Anspielung ist. Und es ist nicht zu übersehen, um was es in dem Spiel geht. So, da passt sonst alles. Ja, unser erstes eben A-Spiel. Ich hoffe, von den Features her langt das, dass man das auch vernünftig... Ah, das habe ich natürlich jetzt vergessen. Wir haben keine passenden Plattformen. Naja, ist relativ. Wir haben immerhin den Katari und den Amiku. Und wer den Amiku nicht liebt, der hat was verpasst. So.
Okay, ist gut. Ist gut. Fanbriefe. Gar nichts zu Zack in Luck, oder wie? Okay. Dann ist es die Frage, was war richtig? Spieltiefe versus einsteigerfreundlich war richtig. Man, rein theoretisch können wir alle Regler verdrehen. Die Frage ist, in welche Richtung? Optik, Story, Atmosphäre. So. Machen wir es so. Gut. Okay. Hier, das Drama ist gleich für alle Sprachen. Hier haben wir eh die Regler. Jetzt mal kurz schauen wegen den. Ah, okay. Da haben wir jetzt schon was. Was man. Das geht also nicht beides. Macht auch Sinn. Das heißt, wir haben trotzdem immer noch 10 Features. Und nicht 11. Dann wäre ich fast dafür, dass wir auf B+ bleiben. Bin mir gerade nicht sicher, ob das jetzt ein Bug ist, dass er das nach wie vor zulässt. Achso, drüber kann man ja gehen. Quatsch. Ja, dann. Machen wir mal schon so haben, bleiben wir mal bei dem. Bleiben wir bei dem, bleiben wir bei dem. Okay, heißt, es hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass das Scrolling besser geworden ist. Heißt, bessere Technik nehme ich an. Und Gameplay und Technik ist wichtig. Sound haben wir immer noch eher Schwächen, von dem her wäre ich wieder fast geneigt, das in etwa so einzustellen, weil Grafik ist nicht unwichtig mit 20. Prozent Bewertung. Maximal würde ich noch überlegen, ob man es so macht. Dann ist halt die Frage, ist Grafik und Sound dann nicht zu schwach? Wisst ihr was? Neuer Titel einer Serie wird so gemacht. Wenn es nicht passt, müssen wir Nachfolger verbessern. Hilft nichts. Super. Eine Sekunde nachdem wir starten, kommt der neue Sound. Endlich muss man auch sagen. Oh, fast vergessen. Bugs entfernen und Entwicklung unterstützen. Ja, dann forschen wir es zumindest mal. Ich überlege gerade, ob es okay wäre, die Engine nachzurüsten. Aber unter Umständen können wir die auch wegwerfen und einfach komplett neu machen, ohne das parallele Scrollen und so weiter. Ohne dass das, so, das Scrolling und nur mit dem Parallax-Scrolling. So, gerade schauen. Da haben wir vermutlich wieder den Fall, dass irgendwie so uns Minimenge übrig bleibt. Sonst sind alle beschäftigt. Ja, sind alle beschäftigt. Sehr gut. Ja, dann glaube ich, können wir ein bisschen Gas geben, oder? So. Wenn die nichts zum Tun haben, bleiben wir beim Sonstigen. Und ich bleibe bei den Sachen, die am wenigsten Zeit brauchen, damit die Abteilung nicht blockiert ist. So, was ich wieder mal beobachten müsste, oder mir zumindest merken muss, ist, jetzt haben wir hier die voll ausgebaute Engine und es schaut so aus, als wäre Gameplay und Technik in etwa gleich auf, wobei jetzt hat gerade Gameplay ein bisschen vorgelegt. Deswegen interessant,
weil wenn wir dann künftig ein bisschen anpassen, wäre das wichtig. Und hier, ja, Grafik ist im Moment noch definitiv zu wenig. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was dazu. Mit dem Parallax-Scrolling, weil das würde mit 20% bewertet beim Spiel. Jetzt haben wir eins mit... Ah, Grafik in 20, die Farben kommt noch. Super. Okay, dann soll es passen. Weil haben wir super Gameplay, sehr gute Technik. Und Grafik wäre dann das Schlechteste. Das geht nicht. Die sollte zumindest besser sein wie der Sound, weil die würde offensichtlich besser oder höher bewertet. So. Was braucht man hier nochmal? Ah, da brauchen wir die passenden Räume. So, ich habe wieder mal geschlafen. Sind nicht viele offene Bestellungen, aber ein paar. Und Lancelot müssen wir auch nachproduzieren. So, jetzt warte ich wirklich ein bisschen und schaue, ob wir noch ein paar Bugs loswerden. Ja, wieder gut verdient. So, Lancelot waren 3000 letzte Woche. Machen wir mal 10 Pressen und Otzocker waren 3000. Also auch 3000, knapp über 3000. Bin mir nicht sicher, ob wir auf alle Bugs jetzt warten sollen. Eben, ich finde es ein bisschen. Ich glaube, die Unterstützung können wir zumindest abbrechen. Oder können wir das. Was ist, wenn wir das verschieben? Ich hoffe, an den Zahlen hat sich jetzt gerade nichts geändert. Dann können wir nämlich hier die. Das geht nicht. Okay. Hatte schon kurz die Hoffnung. Dann können die in der Zwischenzeit ein Update noch machen. Für Not Soccer. Dann warten wir noch auf die Bugs. Könnte auch eine neue Regel sein, dass wir es bugfrei rausbringen müssen. Wer weiß. Achso, theoretisch können wir mit der Konsolenforschung jetzt auch starten. Das wäre eigentlich eine gute Idee. Nachdem wir ja dann Konsolen selber bauen wollen. So, die Bugs sind gleich raus. Von den Zahlen her schaut es eigentlich sehr gut aus, muss ich sagen. Oder zumindest gut. Pirate Island. Ich bin sehr gespannt. Gönnen wir uns, ich glaube in dem Fall langen 2 oder 3 Wochen. Wir haben die Bugs alle schon raus. Aber trotzdem. So, automatisch wieder mal. Denk mal, 19 wird der Preis sein für B. Ich schätze mal, es steigt dann bei A und so weiter. Oder B plus jetzt in dem Fall haben wir. So, farbig. Poster. Spielkarten. Na, Aufkleber. Ballon. Aufkleber. So, Katari und Amico haben wir als erste. Keine Konkurrenz am Markt. Ja, Gameplay offensichtlich. Das war auch letztes Mal, glaube ich, schon. Da ging noch mehr. Und bei der Grafik, die 5% haben jetzt mehr als genügt oder haben sehr gut gepasst. Vermutlich auch dank der 256 Farben. Sound, ich denke mal, wenn wir 8-Bit haben, können wir dann auch künftig 5% runterfahren und das wirklich dann ins Gameplay pumpen, falls wir nochmal ein Adventure machen. Was man sicher. Irgendwann nochmal machen. So, Update. Die dürfen gleich, denke ich, den Spielbericht machen. Da wird noch ausgebildet, nein, wird nicht mehr ausgebildet, dann braucht man eine Ausbildung. Wer mag? Haben wir noch irgendjemand auf Level 2? Nein. Dann nehme ich einfach mal ganz unten. Wobei ich wäre fast dafür.
dass wir jetzt die Gelegenheit nutzen, jetzt wo wir gerade nichts entwickeln, dass wir uns nochmal einen Trainingskurs gönnen für Büroarbeit. So, ich denke, da können wir auch auf jeden Fall mal 25.000 schon pressen, vermutlich sogar mehr, aber starten wir mal etwas konservativer. Und ich denke, das warten wir jetzt noch ab. Würde mich interessieren, was jetzt rauskommt. So. Lancelot verkauft man wirklich eine Menge. Da ist ja nichts ausständig, nein. Fühlt sich fast an schon wie Cheaten, so viele Updates für die Spiele machen und die so ewig lang rausziehen. So. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, wollte ich gerade sagen. Haben wir leider nichts. Ah, ich wollte ja einfach aus Prinzip so, gerade zu Fleiß, nochmal die Adventure Engine machen. Und in dem Fall machen wir es so. Dann haben wir die 10 Features drin. Dann fühlt es sich nicht an, als hätten wir irgendwas sinnlos drin. Und, genau, wir haben jetzt auch Sound mit 8-Bit. Das heißt, das fliegt jetzt eh auch raus. Dann haben wir eins. Die beiden gehen dann parallel, oder wie? 2, 3, 8, 9, 10. Das sollte eigentlich passen. Genau, dann haben wir hier die Adventure 257. Gut, dann können wir die 256 auch theoretisch behalten. Die 257 ist dann so gesehen die Adventure Engine mit besserem Sound. Dann haben wir das einfach mal schon erledigt. Egal, ob da neue Forschungen, neue Technologien kommen. Falls ja, das nächste Spiel machen wir trotzdem mit der 257. Apropos 257, ich glaube, ähnliche Dinge werden wir hier jetzt den anderen Engines nach und nach bescheren und ich muss jetzt wirklich mal Engines aufräumen. Ich glaube, das machen wir nächstes Mal. Beziehungsweise wisst ihr was? Wir machen jetzt Folgendes. Wir ziehen um. Das heißt, ich warte jetzt noch ab, bis hier alles abgeschlossen ist. Das sollte bald mal soweit sein. Wenn die Ausbildung nicht fertig wird, egal. Aber das warten wir jetzt alles noch ab und dann ziehe ich um und baue das Büro zwischen den Folgen. Und ich denke, wir ziehen hier ins alte große Bürogebäude. Dann verdoppeln wir den Platz. Ja, das machen wir. Aber wie gesagt, das mache ich zwischen den Folgen. Ich hoffe, das ist okay. Zumindest mal so die Grunddinge werde ich einrichten. Also alles, was wir jetzt haben, kann ich ja schon mal einrichten dort. Und weitere Sachen können wir dann während der Aufnahme machen. Ich produziere immer so stückchenweise nur, aber ich hoffe, das ist okay. So, Pirate Island, 1600 Stück. Ja, ist gut. Könnte schlechter sein. Beklage ich mich mal nicht. So, können wir noch irgendwas machen? Machen wir vielleicht noch eine Engine. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Ich bin gerade nicht sicher. Was fühlt sich hier am ältesten an? Ich glaube, es ist eh nach dem Alter sortiert. Das heißt, Adventure Hammer, die ist ja mehr oder weniger weg. Visim Hammer, Aufbau, Strategie am ehesten. Die Move 3D. Dann machen wir die Move 257 draus. Für Strategie alles außer das, das und das.
Dann haben die noch ein bisschen Beschäftigung, bis Pirate Island fertig ist und bis hier noch irgendwas Kleines, Sonstiges erforscht ist. Gut, dann würde ich sagen, Pause an der Stelle. Move 257. Das nicht fertig geworden ist egal. Das auch nicht fertig geworden ist egal. Ich möchte jetzt umziehen. Das mache ich zwischen den Folgen, wie gesagt. Und dann starten wir langsam Konsolenentwicklung. Klingt doch gut. Okay, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und Baba.